Hallo und willkommen zum heutigen Video, in dem ich den Aurora aufschraube. Also JG Aurora, glaube ich, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Heißt das Teil hier? Ich habe null Ahnung, wie man das Ding irgendwie vernünftig auseinanderkriegen sollte. Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal irgendwie aufzuschrauben, hätte ich gesagt. Wir haben hier oben die beheizte Platte. Die ist hinten gesteckt. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall schon mal die Platte runter. Hoffe ich mal. Und zwar vernichten wir jetzt mal die komplette Höhenkalibrierung, die ich liebevoll gemacht habe. Und schrauben einfach mal die Muttern raus. Insofern wir das hinkriegen. Na, da oben so ein bisschen drücken, dann gehen die leicht raus. Ist das Ding hier aber geklebt, so wie es oder gesteckt und geklebt, so wie es ausschaut. Aber den Kleber machen wir einfach ab. Im Ganzen, im Großen und Ganzen, wie gesagt, echt ein cooler 3D-Drucker. Ich bin da total begeistert. Vielen, vielen Dank für alle, die über meinen Link gekauft haben. Gibt ein bisschen Money back sozusagen. Für mich. So, jetzt. So, sehr schön. Aber das ist eine schöne Konstruktion, das ist hier so mit einem kurzen Kabel. So, dann können wir nämlich auch hier mal drunter gucken. Dann sieht man nämlich auch mal mein Büro gespiegelt, so ein bisschen. Hotplate, Do Not Touch, Hot Zone. Sieht man jetzt wunderschön die Meander drin. Oh, ist das toll. Ach, da ist sogar eine LED. Die sieht man allerdings nicht wirklich. Na, hier ist eine LED verbaut. Hier, eine SMD-LED. Die sieht man aber nicht wirklich. Also die ist da relativ, ich hatte noch nicht leuchten gesehen da unten. Und hier oben haben sie einen SMD-NTC verbaut. Ne, einen bedrahteten NTC und haben da quasi ein Loch in die Aluplatte reingemacht. Also eine total, total geniale Lösung. Was haben wir denn hier? Warning, still hot after LED goes out. 314 x 314 mm, 35 μ, Revision B. Schön. Also eine Aluminiumplatine, also eine Platine mit Aluminiumsubstrat, dann eine Glasscheibe und dann diese Dings da. Ich hätte jetzt mal gesagt, ich schraube jetzt mal das da hinten auf. Eigentlich muss der ganze Deckel irgendwie runtergehen da. Und der ist da unten an den Füßen so ein bisschen geschraubt. Oh, das Ding bewegt sich gut hin und her. Also der Deckel ist hier an den Füßen geschraubt. Und hier hinten. Das heißt, wir tun jetzt mal vorne die Füße runter. Na, sag mal. Okay, die Schrauben sind alle schon mal gleich lang und das Teil geht jetzt auch schon mal runter. Und ja, super, super duper. Müssen das hier wohl ausstecken und das hier ist wieder verklebt. Also finde ich schon toll, dass die das verkleben, weil dann wird es wahrscheinlich bei der beim Transport von China nach hier auch nicht kaputt gehen, sonst hat man das Problem, dass da. It was at this moment he knew. He fucked up. Sonst hat man das Problem, dass die halben Stecker abgangen sind. Und so umgeht man das Problem ganz, ganz geschickt. Allerdings hält der Kleber sehr gut. Ich habe hier gerade die Platine, also diese Stiftleiste samt der Platine abgerissen. Da dürfen wir nachher noch basteln, damit wir es wieder hinkriegen. Es war gerade sehr geschickt von mir. So, der da und der da. Der. Da haben wir jetzt Pech gehabt. Den kriege ich nicht. Ach, den da auch nicht. Na, okay. Dann stellen wir es mal so hin. Das ist ja quasi selbsttragend. Und schauen uns das Ganze mal genauer an. Also das wäre quasi die Platine vorne mit dem Touch-Display vorne dran. Die hat hier einen kleinen Supercap oder sowas drin, als dass er sich halt den Strom merken kann. Hier an dem Jumper kann man umstellen. 5 Volt, 12 Volt. Da ist noch ein Kleberrest. Hier, glaube ich, sieht man ganz gut den
die SMD-Stiftleiste, die ich abgerissen habe. Auf dem Teil ist ein STM32 drauf, also ein 32-Bit-ARM-Prozessor. Also da ist schon richtig was dahinter. Da unten haben wir einen Buzzer. Der USB-Anschluss hier, der geht quasi mit einer Verlängerung, einem kleinen Verlängerungskabel hoch, seitlich zu dem USB-Anschluss, wo dann der USB-Stick dran geht. Das heißt, der macht quasi USB-Stick-Erkennung. Man könnte auch noch eine SD-Karte hier reinschieben, seitlich. Hier unten wahrscheinlich ein Reset-Knopf oder sowas. Ansonsten ein bisschen Spannungswandlertechnik. Hier könnte man mit Spannung direkt reingehen. Die Platine kriegt quasi von dem Haupt-Mainboard, wo die Motortreiber drauf sind, einmal diese abgerissene Stiftleiste und einmal einen 10-poligen Stecker, der glaube ich hier dran war, hier dran, hier dran. Ach, zum Glück habe ich es gefilmt, ich habe mir jetzt echt gar nicht gemerkt, wo dieser 10-polige Dings dran war. Na toll. Genau, so sieht es aus. Dann schrauben wir mal schnell die Platine runter, weil ich will ja auch wissen, was drunter ist. Wir haben hier platinentechnisch so ein Teil, das Ganze heißt hier Makeup Base MKS TFT 28 Version 3. Da oben quasi das Display mit Touch drin. Ja, das ist geklebt, kann man leider nicht abmachen. Und eben auf der Unterseite, wie gesagt, die ganzen Teile, die wir gerade gesehen haben. Also ich habe es jetzt hier professionell mit dem Draht und so mit Superkleber wieder repariert und die Platine wieder eingeschraubt. Ich glaube, ich muss es an diesem oberen Stecker anstecken, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir gehen also weiter zu den anderen Platinen. Hier befindet sich jetzt ein wirklich großes und üppiges Netzteil. Da kann man absolut nichts sagen dagegen. Hier unten die 230 Volt. In dem Fall auch tatsächlich mit dem Schalter die Phase geschaltet. Nicht wie es jetzt beim RF100 von Konrad war, dass die hinten die 24 Volt vom Schaltnetzteil geschaltet haben. Sondern hier wird wirklich die Spannung vom 230 Volt Line Power sozusagen geschaltet. Hier oben ein ganzer riesengroßer Kabelwurstelsalat, der zu dieser Platine geht. Das wäre quasi das Anschlussboard, wo man hier die drei oder vier Stecker anstecken kann auf der Seite, die dann eben hochgehen zur Z-Achse und so weiter. Hier oben befindet sich jetzt quasi die Mutterplatine. Das ist jetzt ein ganz normales Standard, wie man es kennt, Platinenteil. Auch hier wieder Makeup Base als Text draufstehend im Bestückdruck. Hier oben haben wir die Schrittmotortreiber. Alle wunderschön mit Stiftleisten gesockelt und mit Kühlkörper versehen. Die sind sogar, sind nur geklebt, die Kühlkörper. Also man sieht, die kann man so ein bisschen bewegen. Die sind quasi mit so wärmeleitenden irgendwas geklebt. Man hat hier die Anschlüsse entsprechend Extruder und Heizbett. Hier unten der Mikrocontroller für die Ansteuerung des Ganzen. Und ich schätze mal, dass dieses Board, wenn ich das richtig gesehen habe, über das Flachbandkabel dran geht. Und auf dem Flachbandkabel sind laut Bestückdruck RX und TX. Das heißt, das agiert einfach als ganz normales Ansteuerungsboard, wie man es auch kennt. Zusätzlich könnte man es wahrscheinlich noch hier über einen USB anschließen. Dann umgeht quasi die USB Steuerung, die serielle Schnittstelle vom USB, die hier dann vorherrscht, umgeht dann quasi die serielle Schnittstelle am Flachbandkabel. So denke ich mal. Alles schön farblich gezeichnet hier, rot, blau, grün. Die Verkabelung an sich total wirr, aber schön verkabelt, muss ich trotzdem gestehen. Also mit Kabelbindern versehen. Ja, ich meine, ein, zwei Kabel hätte man wahrscheinlich einkürzen können, aber ansonsten definitiv schön verkabelt, kann man gar nichts sagen. Der fahrbare Schlitten von dem Heizbett ist richtig genial gemacht. Die haben nämlich hier sogar nochmal Versteifungen eingeschweißt. Also man sieht hier die Schweißpunkte vorm Pulverbeschichten. Das sieht pulverbeschichtet aus, wenn man mich fragt. Sieht nicht einfach nur lackiert aus, das ist sehr, sehr hochwertig gemacht. Eben hier nochmal Versteifungen eingeschweißt, damit das Ding... Ja, und es ist auch wirklich stabil dadurch, damit das Ding einfach stabiler wird. Hier befindet sich entsprechend der Zahnriemen. Der ist jetzt aktuell gerade so ein Tick locker. Den kann man da hinten mit dieser Vorrichtung spannen. Das machen wir jetzt einfach mal zum Gucken, ob das auch funktioniert. Man kann das hier quasi ein bisschen nachziehen. Und dann kann man den entsprechend spannen. Ja, die sind sehr locker, die Schrauben. Aber jetzt, wenn man das so ein bisschen spannt, ja. So gefällt mir das Ganze ein Tick besser. Also nicht übertrieben arg spannen, aber das, was zuvor war, war mal doch zu wenig. Hier entsprechend Aluminium. Das ganze Ding auch wieder aus Blech. Hier hinten der Motor und der Endschalter auch noch für den Motor. Sehr, sehr schön. Nochmal die Führungen hier drin.
relativ wenig Fett hier drauf. Am Ende sieht man, aber es ist definitiv auch ein bisschen Fett drauf auf den Führungen. Man hat es jetzt im Video gesehen, man kann ihn durchaus auch auseinanderschrauben. Ich bin mal neugierig, ob er jetzt dann auch noch funktioniert. Ich bin ja sehr zuversichtlich, ich bin da ja doch mittlerweile sehr erfahren, in Dinge kaputt und wieder heile zu machen. Wenn ich den Stecker irgendwie falsch eingesteckt haben sollte, den 10-poligen, man kommt hier noch rein. Also das ist echt kein Problem. Das ist ganz schön gemacht, man kommt hier rein. Man könnte sogar eine SD-Karte reinstecken, wenn man möchte. Und was man hier oben auch noch sieht, der hat hier nochmal so kleine Lüftungsschlitze. Also sie werden richtig, also sie werden definitiv gut mittlerweile, die ganzen chinesischen Hersteller. Die haben hier sogar so kleine Lüftungsschlitze eingebaut, weil hier drüber ja eben die Hauptplatine ist, die die Motoren treibt. Da entsteht schon mal Wärme. Wenn man da irgendwie Luftzirkulation reinkriegt, ist das schon echt gut. Also kann man gar nicht meckern. Kann man echt nicht meckern. Absolut einwandfrei. Ja, ansonsten war es das jetzt eigentlich schon mal. Ich schraube den jetzt selber zusammen und gucke, ob er noch funktioniert. Hoffentlich. Ansonsten, wer das erste Video, wo ich den getestet habe, nicht gesehen habe, einfach oben in die Infobox klicken. Da müsste das Video verlinkt sein. Ansonsten, wer Interesse am Drucker hat, unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link dazu. Ist so ein Advertise-Link. Da kriege ich dann ein bisschen Provision. Kostet euch nicht mehr und ihr unterstützt mich dadurch ein bisschen. Ja, also vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!